In letzter Zeit musste der synodale Weg sehr viel Kritik einstecken. Nach einer gewissen Phase der Schockstarre kommen die Verantwortlichen, die Freunde, die Protagonisten des synodalen Weges aus der Deckung und versuchen auf diese Kritik zu antworten, sie zu erwidern. Es waren im Wesentlichen drei Stellungnahmen. Erstens der Brief der drei Kardinäle Parolin, Ladario und Rolette mit dem Nein zum synodalen Rat. Dann die Kritik von Papst Franziskus am synodalen Weg im Interview mit Associated Press und schließlich der Brief der beiden Kardinäle Hollerich und Gretsch, also der beiden Verantwortlichen für die Weltsynode, haben wir alles hier ausführlich kommentiert. Es gibt eine ganze Reihe von Stellungnahmen aus Deutschland. Sie sind alle sehr wichtig. Ich werde versuchen, alle irgendwie zu kommentieren. Sie sind allerdings aber auch ein bisschen kompliziert, weil sie manches an Interpretation erfordern. Aber man merkt, dass eine neue Phase der ganzen Debatte begonnen hat, bezüglich des synodalen Weges und bezüglich auch der Displacements, der Platzierung des synodalen Weges innerhalb der Weltsynode und der Weltkirche generell. So, ich beginne mit einem Text, der meines Erachtens heute veröffentlicht wurde, obwohl er schon vom Dienstag ist, und zwar eine Erwiderung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken auf diese ganze letzte Kritik, und zwar ein Text: Gemeinsam ist besser als Einzelplan, CDK-Thema des Monats, Synodalität. Das ist von Professor Thomas Söding verfasst, also dem Vizepräsidenten des Synodalen Weges. Professor Söding ist außerdem noch ein Experte, wenn man so will, ja, der Synodalität. Sie sehen, hier hat ein dickes Buch dazu geschrieben. Ich empfehle das Buch nicht. Ja, ich habe ein bisschen gelesen, ich habe das Buch angelesen. Er hat eine ganze Reihe von Zitaten aus der Bibel, sehr viel Apostel Paulus kommt davor und so weiter. Und er sagt im Wesentlichen, wir sind die Weltmeister in der Synodalität. Das heißt, wer die Synodalität überhaupt anwendet, richtig, ist Deutschland. Ja, ungefähr so hat sich auch schon Bischof Betzing in seinem Interview mit der Welt geäußert. Aber hier ist ein Riesendenkfehler bei Professor Söding, das werden Sie gleich sehen. Ich werde die wichtigsten Aussagen dieser Stellungnahme analysieren und kommentieren. Und er sagt so ungefähr in der Mitte des Textes, das Apostelkonzil, also das allererste Konzil, der noch im Akt der Apostel steht, war eine Synode, in der die gesamte Gemeinde aktiv war. Die gesamte Gemeinde aktiv war, beim Sehen, beim Urteilen und beim Handeln. Und die ganzen Beispiele, die er bringt, sozusagen aus der Bibel, meistens sind das Stellen aus den Briefen des heiligen Apostel Paulus, die gehen auch davon aus. Das heißt, es wird nicht sehr klar dargestellt, wie das zustande kommt, aber im Wesentlichen die Synodalität, wenn überhaupt sie existiert, oder man weiß ja, keiner hat bis jetzt eigentlich richtig erklärt, was das überhaupt ist. Ja? Also selbst hier findet man schwer eine Definition. Synodalität ist A, B, C. Also das ist, bis weiß eigentlich keiner so richtig, was es ist. Und niemand ist sehr gut in der Lage zu erklären, was Synodalität überhaupt bedeutet. Okay, aber nehmen wir an, im Wesentlichen denkt man, okay, der Bischof, der ist der Chef sozusagen eines Bistums, und er sollte irgendwie berücksichtigen, was die Gläubigen in seinem Bistum irgendwie fühlen, denken, meinen. Ja? Und die Gläubigen, das heißt eine Gemeinschaft der Gläubigen sozusagen. Das ist ungefähr, wie das so rauskommt aus den Episteln des heiligen Apostel Paulus. So. Okay, was macht daraus das Zentralkomitee? Und da werden Sie sehen, das ist wirklich grotesk, was die machen. Weil die sagen, okay, aha, wenn das schon so ist, ja, das heißt, das ist die Synodalität. Nun, in Deutschland bedeutet das, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist das Organ, was die deutschen Gläubigen repräsentiert. Das heißt, de facto ist Synode ist gleich, oder Volk Gottes ist gleich Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und das ist natürlich ein Riesenirrtum. Aber hier in diesem Text wird ganz klar gesehen, das setzen die voraus. Das heißt, denen kommt gar nicht in den Begriff, dass vielleicht das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gar nicht den deutschen Katholizismus überhaupt repräsentiert. Und das wird sehr deutlich. Hier steht zum Beispiel, was hat man hier in Deutschland gemacht, um mehr Synodalität zu haben? Hier heißt es: In Deutschland hat sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken dafür entschieden, den synodalen Weg mit der deutschen Bischofskonferenz zu gehen, auch in Zukunft, im Rahmen dieses synodalen Rats, der jetzt ein Veto gekriegt hat aus dem Vatikan. Die Risiken sind nicht gering.
Ja, aber hier sieht man schon, das heißt, den kommt gar nicht in den Sinn, dass vielleicht das Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Katholiken Deutschlands gar nicht repräsentiert. Ja, also hier wird vorausgesetzt, dass diese Gemeinschaft der Gläubigen, ja, ja, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sind. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sagt, nur wir und nur wir sind das katholische Volk in diesem Lande. Und das ist, wird deutlich, wenn man weiterliest, denn da heißt es, zusammen mit der Bischofskonferenz trägt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken den synodalen Ausschuss, der den synodalen Rat vorbereiten wird. Ja, also es ist ganz klar, es sind die Bischöfe mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das ist die Synodalität für den. Ja? Und das setzt voraus, das wiederhole ich, tut mir leid, das setzt voraus, dass sie sich fühlen oder sie verstehen sich als der legitime Repräsentant des Volk Gottes, sozusagen, um die Sprache des Zweiten Vatikanischen Konzils zu benutzen, des Volk Gottes in Deutschland. Das ist das Zentralkomitee. Das heißt, wenn man mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Frau Dr. Ömerstedter Karp und Professor Sögen spricht, dann spricht man mit dem deutschen Katholizismus. Und das ist natürlich Unfug. Das ist Quatsch. Ja? Und das müsste eigentlich, und ich nehme an, Professor Söding weiß das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hat. Ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, wenn ich diesen Absatz hier fertig gelesen habe. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wird beide Gremien mit Energie versorgen, also Synodalen Ausschuss und dann später den Synodalen Rat. Die klare Mehrheit der Bischöfe ist für die Kooperation. Diese Chance gilt es zu nutzen. Weder wird die Bischofskonferenz abgeschafft, noch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Im Gegenteil, beide Organisationen gewinnen an Gewicht und Handlungsfreiheit, aber die Möglichkeiten werden geschaffen, alles das gemeinsam zu beraten und zu entscheiden, was mit vereinten Kräften besser gelingen kann. Also die Ansprüche werden hier wirklich sehr deutlich dargestellt. Weltweit wird derzeit vieles probiert. Die Hoffnung ist groß, dass Synodalität in Deutschland funktioniert. Ja, und das ist sozusagen die wichtigste Retourkutsche, ja, vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wie auch vom Bischof Betzing sagt, wir sind synodal, ja, und der Papst und die ganze Weltkirche ist es eben nicht. Egal, was man jetzt von dieser ganzen Diskussion über Synodalität hält und so weiter, weil sie ist tatsächlich gefährlich, wie man auch gesehen hat beim Brief der beiden Kardinäle Hollerich und Gretsch. Aber jetzt möchte ich ein paar Worte sagen, ja, zu dieser Geschichte. Okay, was ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken? Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken vertritt nicht die deutschen Katholiken. Ja, das ist das Problem. Ja, die deutschen Katholiken wurden niemals gefragt, ja, in den Gemeinden überall. Es gab kein Mechanismus, um das Interesse, die Interessen, die Aspiration, die Meinungen der deutschen Katholiken zu erfragen. Ja? Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Wenn Sie sich damit beschäftigen möchten, empfehle ich Ihnen dieses Buch um Public Choice. Ja? Das ist ein Standardwerk in der Volkswirtschaftslehre. Ja, ich bin selber Volkswirt. Ja? Und da ist eines der großen Themen eben für die Allokation öffentlicher Güter, zu wissen, okay, was wollen eigentlich die Menschen? Ja? Wie erfahren wir, was die Menschen wollen, ja, um eben am besten die öffentlichen Güter zu bestimmen? Also sollen wir hier eine Straße bauen oder eben weiter dort oder gar keine oder bauen wir lieber eine Schule und so weiter? Wie erfährt man? Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema und es gibt eine ganze Reihe von Methoden. Jedenfalls ist keines dieser Methoden, ja, zum Beispiel macht eine Wahl. Man macht eine universelle Wahl. Alle Deutschen werden jede 4 Jahre befragt, wer soll im Bundestag sitzen. Ja, da gibt es eine Bundestagswahl, da gibt es eine Landtagswahl und so weiter. Und da kann jeder zur Urne gehen und kann eben ein Kreuz machen bei den Kandidaten. Und dann hat man sozusagen Repräsentanten, die von allen gewählt worden sind. So etwas existiert in der katholischen Kirche nicht und es hat nie existiert. Es gab immer sozusagen einen Eindruck, natürlich wissen die Bischöfe, die natürlich die ganzen Gemeinden irgendwie einmal im Jahr irgendwie besuchen, wenn sie dann die Führung machen, wie die Leute so ticken ungefähr, aber es gibt keine Mechanismen der Erfahrung, was die Katholiken, was die Menschen ganz einfach wollen. Und das macht auch nicht das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ja, und das müsste Professor Söding wissen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist bestenfalls eine Art Verband. Ja, und das ist in Ordnung. Man kann sich in Verbände organisieren. Ja, es gibt
in Deutschland zig Verbände, unglaublich viele. Und wenn der Deutsche Bundestag zum Beispiel irgendwie ein Gesetz machen will über Industrie, über Nahrungsmittel, da werden diese Verbände gefragt. Weil wegen die Konsumenten, die Verband der Bauern, der Verband der Nahrungsindustrie und so weiter. Aber diese Leute vertreten ihre eigenen Interessen. Das sind keine Interessen des gesamten Volkes. Das ist einfach nicht der Fall. Diese Verbände sind auch nicht dafür kreiert worden. Sie haben eine andere Funktion. Sie haben die Funktion, dieser Verbände zu machen. Und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist bestenfalls eine Art Verband, ein Verband der großen katholischen Organisation mit so ein paar weiteren Leuten, die, ja, so, wenn man so will, hinzugewählt werden. Aber es ist im Grunde genommen von der ganzen Struktur her, von der ganzen Idee her, ist das ein Interessenverband des Verbandskatholizismus. Das ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und es ist wirklich grotesk. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Professor Söding das nicht weiß. Es ist absurd und das ist wirklich falsch, ja? Zu sagen, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken das katholische Volk an sich sei. Ja? Wir verkörpern das katholische Volk. Ja? Und das, was das katholische Volk will und erwartet von den Bischöfen, vom Papst etc. etc. Denn das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das heißt, die gehen hier von einer Realität aus, ja, die nicht existiert, schlicht und ergreifend. Dieser Professor Söding sollte vielleicht sein eigenes Buch lesen, die ganzen Stellen aus dem paulinischen Briefen. Und da wird klar, dass das Zentralkomitee eben nicht mit dem entspricht. Ja, das ist das Problem. Und in der katholischen Kirche hat das nie gegeben, weil es ist natürlich sehr schwierig, sowas zu bestimmen ist, weil die katholische Kirche muss den Glauben weitergeben, den die Kirche von Jesus Christus erhalten hat und von den Aposteln. Das ist die Hauptfunktion der katholischen Kirche, diesen Glauben an Christus weiterzugeben. Und das kann man nicht durch demokratische Strukturen machen. Ja, das geht nicht, das ist absurd. Man kann vielleicht erfahren, okay, sollte zum Beispiel in diesem Viertel eine Kirche gebaut werden? Ja, sollte sie weiß angestrichen werden oder sollte sie gelb angestrichen werden? Sollte sie gotisch oder barock sein, etc.? Okay, da macht das Sinn, aber in den Sachen, wo es um Glauben, um die Wahrheit geht, um das Lehramt, kann so etwas nicht demokratisch sein, weil die Funktion der katholischen Kirche ist die reine Weitergabe des Glaubens an die folgenden Generationen. Ja, und deshalb gibt es eben solche Strukturen in der Kirche nicht. Und auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist nicht eine solche Struktur. Und das ist etwas, was Professor Söding schlicht und ergreifend ignoriert. Für ihn ist so, nur das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist das katholische Volk in Deutschland. Und das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das heißt, er malt hier ein Bild von Synodalität, was schlicht und ergreifend falsch ist. Vielen Dank.